Herzlich willkommen, Herr von Lübcke. Dankeschön. Hier im Rudolf-Steiner-Haus in Hamburg. Das Rudolf-Steiner-Haus hat gemeinsam mit dem Hamburger Netzwerk Grundeinkommen diese Utopiewochen gestaltet. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute moderieren werden. Und vorweg muss ich etwas sagen zu Ihrem Buch Zukunft entsteht aus Krise. Dieses Buch ist eigentlich ursächlich, dafür, dass wir heute hier stehen. Denn nachdem dieses Buch im Hamburger Netzwerkkreis gelesen wurde, stand fest, wir brauchen eine Zukunftswerkstatt. Mhm. Und aus dieser Zukunftswerkstatt sind dann die Utopiewochen entstanden, für die sich dann vor allen Dingen Professor Lüdemann und Hartmut Keller ja so stark gemacht haben. Ja, für uns war es eine Art Initialzündung, dieses Buch, wie ich das gerade schon angedeutet habe. Und was hat Sie aber heute bewogen, obwohl Sie ja gar nicht an den Veranstaltungen teilgenommen haben, hier zu moderieren? Erstmal ist es natürlich eine tolle Sache, wenn man als Autor die Möglichkeit hat, zu sehen, was daraus entsteht. So ein Buch richtet sich an eine anonyme Menschheit. Ja. Und wenn man dann merkt, dass Impulse, die da drin aufgegriffen werden, wirklich in der Zivilgesellschaft umgesetzt werden, ist das das schönste Feedback, was man als Autor kriegen kann. Und deshalb ist es mir eine Ehre, hier zu sein und zu gucken, was entsteht bei dieser riesengroßen Vielfalt an Alternativen, die sich heute weltweit ergeben, was entsteht da wirklich an ganz konkreten Aktionen. Weil es geht heute, glaube ich, wirklich darum, dass diese vielen Zellen der Veränderung, diese vielen Plätze, wo Zukunft neu entsteht, dass die sich gegenseitig kennenlernen, dass die sich in einem viel höheren Maß vernetzen, dass man nicht mehr gegeneinander agiert und sagt, das ist jetzt der Stein der Weisen und das ist das Nonplusultra und ihr alle anderen, ich muss mich eigentlich gegen euch von euch abgrenzen und euch klar machen, meine Idee ist die beste. Die Zeit ist vorüber. Ich glaube, wir brauchen heute eine ganz kreative Vielfalt und aus dieser Vielfalt können dann in gegenseitiger Akzeptanz neue Ideen entstehen. Deshalb ist, glaube ich, diese Podiumsdiskussion heute auch etwas, wo es nicht darum geht, wie klassisch sich gegenseitig verbal den Schädel einzuschlagen, sondern zu gucken, wo sind die Schnittflächen, wo sind die roten Fäden, wo können wir ein Netz bilden, wo aus unterschiedlich entstehenden Zukünften was Kollektives Neues entsteht. Und dafür ist sowas toll. Ich glaube, dieser Netzgedanke, den Sie da ansprechen, der hat auch Pate gestanden bei der Auswahl und der Zusammensetzung dieser doch sehr unterschiedlichen Referenten, die ja genau das repräsentieren, was Sie jetzt gerade sagen. Ich möchte aus Ihrem Buch, aus dem Vorwort, das Sie geschrieben haben, möchte ein kurzes Zitat sagen. Die Krise, dieses Gespenst der Gegenwart, lässt sich auch wie eine große Welle der Veränderungen verstehen, auf der es sich zu surfen lohnt. Voraussetzung ist aber die grundlegende Neubewertung des Krisenbegriffes. Wie kann eine solche Neubewertung aussehen? Naja, ich glaube, wir sind kulturell so geprägt und sozialisiert, dass wir mit Krisen nichts zu tun haben wollen, dass wir Krisensituationen so gut es geht in irgendeiner Form ablehnen. Eine der wenigen florierenden Unternehmensbereiche sind nach wie vor die Versicherungen, die uns versuchen vorzumachen, dass sie uns vor Krisen bewahren könnten, was sie natürlich auch nicht können. Sie können nur daran verdienen. Ich glaube, dass dieses Wort Krise ist, glaube ich, seit 2008 das meistbenutzte Wort in den Medien. Und es wird immer so wahrgenommen, als wäre es die kapitale Katastrophe. Ich finde es immer ganz schön, dass diesen Begriff der Katastrophe sich genauer anzugucken. Im Griechischen und ich glaube im Altgriechischen ist der Begriff der Katastrophe das Wort beim Wagenrennen eine Kurve gut zu nehmen. Das heißt, das steht nicht für das Ende der Welt, sondern es steht für Achtsamkeit beim Richtungswechsel. Aha. Und insofern kann man das ganz schön umsetzen, dass man sagt, eine Krise zeigt, dass wir mit bisherigen Konzepten am Ende sind. Eine Krise ist die Möglichkeit zu sehen, aha, es muss sich etwas verändern. Eine Krise ist auch im Medizinischen der Höhepunkt einer Krankheit, die dann die Wende einleitet. Also es ist immer im Chinesischen gibt es diese schöne Erklärung, dass das Wort Krise im Chinesischen aus Gefahr und aus Chance sich zusammensetzt von den beiden Schriftzeichen. Also in allen Kulturen wissen wir eigentlich, dass die Krise etwas ist, was uns auffordert,
anzuerkennen, dass wir mit unserem Latein einfach am Ende sind und dass es aber andere Möglichkeiten gibt, Realität zu lesen. Also nicht weiter der Landkarte zu folgen, die wir haben, von dem, wie die Wirklichkeit zu sein scheint, sondern wirklich neu hinzugucken, welche Möglichkeiten entstehen, was läuft aus, was stimmt nicht mehr. Und ich glaube, wir sind insgesamt kulturell in so einer Art Schwellenphase. Das Alte läuft aus, das Alte ist nicht mehr überlebensfähig in einer derartig komplexen, vernetzten, globalisierten Gesellschaft. Das Neue fängt an, sich wie so Sprösslinge aus dem Boden rauszuheben, aber wir wissen noch nicht, welche Pflanzen daraus entstehen. Und es ist jetzt eine Situation, wo wir im Chaos sind, wo das Alte zerbröselt und das Neue noch nicht sicher genug ist, um zu sagen, da geht's lang. Und deshalb sind wir wie in so einem Initiationsprozess. Wir wissen, das eine hört auf, das andere beginnt. Und dieses Chaos, diese Unsicherheit, dieses Suchen, dieses Gefühl von nicht genau weiter wissen, das gehört, wie in der persönlichen Krise, das gehört zu Übergängen dazu. Da sind wir mittendrin, aber es bildet sich so viel Neues, dass es eine derartig spannende Zeit ist, zu sehen, wie wir diese neuen Ideen verwerten und vernetzen können. Wir müssen nur aufhören, immer daran zu glauben, dass wir am Ende der Welt sind. Das sind wir nicht. Mhm. Es gibt vieles, vieles Neues. Ja. Ich habe gelesen über Sie, dass Sie ja in der globalen Zivilgesellschaft, und das haben Sie, glaube ich, gerade auch schon sehr schön bestätigt, viel unterwegs sind. Greifen Sie doch mal so ein Projekt heraus, das Ihnen in besonderer Weise am Herzen liegt, wo Sie sagen, dafür schlägt mein Herz. Das ist es. Da möchte ich hin. Gibt es sowas? Das Problem und das Schöne ist, dass es davon unendlich viele gibt. Ja. Und man muss sich das mit der globalen Zivilgesellschaft, man stellt sich so vor, naja, da gibt es hier eine Bürgerinitiative und dort eine Bürgerinitiative und auch mal was Großes wie Greenpeace oder sonst was. Aber insgesamt muss man sich klar machen, dass diese globale Zivilgesellschaft heute aus bis zu 10 Millionen Initiativen weltweit besteht. Vor 10 Jahren waren es noch 1 Million. Vor 100 Jahren waren es irgendwie 26. Ja. Also das heißt, da ist eine Bewegung, die exponentiell wächst und die mit der Zunahme der Finanzkrisen, der Wirtschaftskrisen, der Klimakrisen, der Wasserkrisen, der sozialen Krisen, je mehr es bröckelt, desto mehr ergibt sich die globale Zivilgesellschaft wie ein Immunsystem, die versucht, eine kranke Gesellschaft wieder zu heilen. Das ist heute die größte Initiative, die größte Bewegung in der Geschichte der Menschheit, was wir da erleben. Da muss es doch überall. Da gibt es wahnsinnig viele einzelne Initiativen. Ich habe mir viele dieser Initiativen genau angeschaut. Eine spannende Initiative zum Beispiel, gerade jetzt in diesem sehr bewegten arabischen Welt, ist es SECEM, die von Ibrahim Abuleish aufgebaute SECEM-Initiative nordöstlich von Kairo, die aus einem Stück Wüste, auch metaphorisch, einen Garten Eden gemacht hat und über ökologische Produktion, über neue Medikamente, über ökologische Kleidung, über Lebensmittel ein florierendes Unternehmen gebildet hat, wo die Profite den Menschen zugutekommen, also das Gemeinwohl gefördert wird, soziale Projekte entstehen, die Menschen sich persönlich weiterentwickeln, ihre Potenziale zur Entfaltung bringen, mit dieser Entfaltung ihrer Potenziale wiederum neue Ideen, neue kreative Möglichkeiten, Mut, Solidarität, Kooperation, Zufriedenheit transportieren und daraus ein Wirtschaftssystem entsteht, was 30% im Jahr wächst. Das ist ungefähr 60 mal so viel wie der durchschnittliche Wachstumsimpuls, den wir in der westlichen Welt haben. Und dabei nichts kaputt gemacht wird, sondern Gemeinwohl geschaffen wird. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man völlig anders agieren kann, als wir das bisher gedacht und gewohnt sind. Wachstum schaffen, ohne die Welt zu zerstören. Und solche Projekte gibt es, ja, wie ich gesagt habe, ungefähr 10-millionenfach, mehr oder weniger erfolgreich. Schöne Beispiele sind immer die Projekte des alternativen Nobelpreises, wo sozusagen schon kompetente Leute sich angeschaut haben, was sind die hervorragendsten Projekte, die wir auszeichnen können. Mhm. Und schon die machen einem unglaublich viel Mut. Mhm. Ich glaube, wir müssen einfach die Geschichten dieser Zukunftsinseln erzählen, um andere Ideen im Kopf zu haben und nicht immer nur zu denken,
es wird alles schlimmer. Es wird nicht alles schlimmer. Ich glaube, Herr von Lübcke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke Ihnen sehr. Okay, vielen Dank. Danke.